So, jetzt filme ich mal ganz kurz, oder weiß ich nicht wie lang, was wir hier gebaut haben für unsere Igel, das Außengehege. Damit wir hier nicht erstmal nicht rauskommen, haben wir das rundrum, das habe ich mit meinem Mann zusammen gemacht. Also die Umrandung, das hat er gemacht, die Idee hatte ich. Dann, ich gehe jetzt erstmal rum. Hier habe ich noch einen Sack Blätter, wie man sieht, die ich hier schön sammel. Hier habe ich einen schönen Haufen gemacht jetzt, einen Blätterhaufen. Hier kann man sehen, wie weit das ist. Das sind so 16 Quadratmeter, meint mein Mann. Ja, so. Das hier dient als Türe. Das ist jetzt offen, damit ich ja gleich reingehen kann. Das schiebt man dann so zu. Lasse ich aber jetzt offen, damit ich hier reingehen kann. Man das von hier aus auch sehen kann. So, das ist der Eingang. Hier ist dann der Wasserbehälter, steht hier. Das Häuschen hier. Das ist die Häuser. Die sind aus Stein gebaut, die habe ich gebaut. Und die Dächer hat mein Mann gebaut. So, das zeige ich mal kurz. So, dann kann man hier nämlich das Futter reinstellen. Das ist der Futterbunker, damit er auch alles trocken bleibt. Dann kann man mal hier drunter gucken, unter dem ganzen Gebüsch hier. So, da habe ich das Wohnhaus hingemacht. Also, das zeige ich gleich. Hier habe ich noch so ein Ding hingelegt, was kaputt gegangen ist. Da können die noch drunter, wenn die wollen. Und das ist noch eine Palette. Da hat mein Mann die Folie drüber gemacht, einfach. Da können die dann auch noch drunter kriechen. Jetzt krieche ich mal hier runter. So, bin ich auch hier unten. So, und das hier ist das Wohnhaus, was ich gemacht habe. Das sind vier, glaube ich. Ja, ich habe das ja auch fotografiert. Vier Parteien, also vier Wohnbunker sozusagen. Ein ganz großer. Und die anderen drei sind, ja, die sind auch nicht klein, ne? Ja, ich kann das jetzt nicht anheben, weil das ist jetzt schon so konstruiert, dass das alles fest ist. Das will ich jetzt nicht wieder anheben. Weil da sind auch noch Steine dann drüber, wenn ich das hochhebe. So, damit das richtig schön. Da ist alles dunkel. Ja, damit das richtig schön trocken bleibt, alles da drinnen, haben wir das so gemacht. Naja, hier ist das überall umrandet, damit die hier nicht raus können. Und dann habe ich hier, da kann man ja sehen, den ganzen Haufen schon mit Blätter. Da sind noch mehr Blätter. Alle Blätter, die ich jetzt im Garten finde, natürlich hebe ich jetzt nicht jedes einzelne auf, oh, könnte man bei mir fast denken, aber die schmeiße ich jetzt alle hier rein für die Igel. Das wird dann hier so ein richtiger Blätterhaufen. Auf jeden Fall sieht man ja, die können sich hier schön austoben. Wie gesagt, die haben hier so, da hinten geht es auch noch lang und hier rum und hier rum. Und an dem Wohnhaus hier zum Beispiel. Da gibt es mehrere Eingänge natürlich. Ne, auf der Seite hinten ein Eingang für den großen Bunker, Wohnbunker. Hier vorne einen kleinen. Und dann an den Seiten auch noch so. Und hier ist dann der Futterbunker sozusagen. Da habe ich auch zwei Eingänge, weil da ist ja so ein Labyrinth, so wie so ein Labyrinthstück, das kleine. Und damit die sich hier nicht in die Quere kommen, wenn jetzt hier einer rechts reingeht zur Futterschale und der andere will raus, dann kann man ja da hinten wieder rausgehen. So, ja, da habe ich euch das mal so gezeigt, wie wir das so gemacht haben. Ja, jetzt müssen die nur noch einziehen. Die werden nochmal alle gewogen, alle nochmal nachgeguckt, alles gecheckt. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie es denen hier gefällt. Das filme ich dann natürlich auch wieder. Ups, jetzt bin ich ein bisschen schnell hier rausgegangen. Versuche ich mal hier wieder rauszukriechen. Das ist natürlich, naja, es ist ja für die Igel gemacht und nicht für uns. Wir sollten sie nicht ständig drin rumkriechen. So, jetzt gehe ich hier mal raus. Ja, tolle Geräusche. Naja, so, und dann kann man das hier sehen. Dann schiebe ich nämlich die Tür zu. Natürlich auch kalte Hände jetzt. Alles mit dem Film und so ist zugeschoben und dann wird das hier einfach einmal verriegelt und hier hält das. Dann ist das zu, wie man sehen kann. Ja, und dann haben die Igel erstmal Schutz, wie man sehen kann.
Ja, und wenn die so weit sind, können die dann ganz raus in die Wildnis wieder zurück. Ja, dann sind die bei uns aufgewachsen, kleinen Findelkacker. Ja, habt ihr das mal gesehen, was wir hier alles so gebaut haben? In einigen Tagen. Immer wieder was Neues, anstatt im Haus, immer wieder für die Tiere. Irgendwie ist das halt hier so. Ja, so, haben wir jetzt auch gesehen, der schöne Haufen da. Können die sich auch drunter verkriechen noch. Da habe ich Äste aufgestapelt hier. Und danach schmeiße ich dann das ganze Laub da drauf. Da hinten können die auch entlang laufen noch. Ja, dann mache ich mal wieder aus, sonst wird das auch viel zu viel hier. Ja, so viel dazu. Zu unserer Igelbehausung. Okay.